Moin und herzlich willkommen zurück zu Apes vs. Helium Teil 2. Heute spielen wir mal gegen Lair of Darkness. Da spielt man, glaube ich, gegen den Prince of Darkness, also den Fürsten der Finsternis. Und in der nächsten Episode dann gucken wir uns mal hier Monkey Meadows an, würde ich sagen. Aber erstmal jetzt hier gegen den Prince of Darkness. Okay, und da ist er direkt. Wir können ihn direkt angreifen. Okay, der spawnt hier extrem viele Bloons. Wo kann ich da, in der Kiste kann ich mir eine Waffe nehmen? Okay, okay, okay. Es geht hier direkt los mit Full Action. Nee, kann ich mir nicht nehmen. Das kostet 2.500. Okay, also wir müssen erst irgendwie 2.500 verdienen. Alter, spawnen hier viele Bloons. Was geht hier ab? Okay, das wird richtig schwer, habe ich das Gefühl. Und der Feuerball hat irgendwie einen sehr nervigen Sound. Aber jetzt hört ihr auch den Sound endlich. Also ich habe es hingekriegt, dass ich es besser eingestellt habe im OBS. Extra nochmal geguckt, eben eine Viertelstunde. Okay, nice. Das nächste hat, glaube ich, 5.000 gekostet, habe ich gesehen. Ich glaube, ich kann hier fast auf der Stelle stehen bleiben und durchcasten, ja. Okay, nice. Ich weiß halt nicht, kann ich den Fürsten der Finsternis wohl schon angreifen? Ich probiere es mal. Und übrigens gestern, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, gestern Nacht um 12 Uhr wurde Vortex geresettet, also alle... Ihr habt jetzt nochmal 2 Tage Zeit, Vortex neu zu spielen. Ihr behaltet die Belohnung, die ihr bisher erhalten habt, falls ihr ihn am Wochenende gespielt habt, weil es einen Bug gab. Und durch den Bug konnte man halt den Boss praktisch besiegen, indem man einfach rein und rausgegangen ist aus dem Spiel. Und das hatte irgendwas mit dem HP-Modifier zu tun. Den haben sie jetzt rausgenommen. Das heißt, der Boss ist an sich auch einfacher. Und ihr kriegt halt, wie gesagt, neue Belohnung. So, ich hole mir mal hier den besseren Stab. Okay, nice. Ich schieße, glaube ich, einfach immer ein bisschen schneller, wenn ich mir das hier hole. Ja, man schießt auf jeden Fall extremst schnell. Also ist richtig krass. Kann ich dem schon Damage machen? Ich schieße mal auf den. Ja, ich mache ihm sogar Damage. Okay. Krass, das ist ja gar nicht so schwer. Das ist eigentlich voll einfach. Ich glaube, das schaffe ich auch, ohne Leben zu verlieren. Bisher habe ich ja auch nur 3 Leben verloren, also eigentlich ist es nicht so schwer. Ja, der kriegt schon gut Damage, ey. Das ist ja echt heftig. Ich habe übrigens wahrscheinlich ein neues BTD-Fangame gefunden, was ich jetzt die Tage vorstelle. Und es wird diese Woche auch auf jeden Fall mal wieder einen Livestream geben auf dem deutschen Kanal, habe ich mir jetzt vorgenommen. Wo wir dann mal wieder ein bisschen Koop zocken, habe ich nämlich übel Bock drauf. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, folgt auf jeden Fall dem Kanal und macht auf jeden Fall die Glocke an. Und okay, da kommen auch Mobs jetzt. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht so einfach. Okay, come on. Man kann ja anscheinend auch nur den Magier nehmen. Also man kann wohl nur den Magier spielen, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit bisher gesehen, wie ich mir was anderes kaufen kann. Holen wir mal das Upgrade hier für 10.000. Okay, das ist das... Okay, wir sind jetzt der beste Magier. Ja, wir sind der beste Magier. Und das ist auch wirklich alles, was ich machen kann. Also, mehr geht nicht. Oder kann ich hier in der Kiste noch was holen? Lass mich mal schauen. Nee. Nö. Hier. Ich stelle mich mal hier oben drauf. Dann kann ich hier besser von hier oben runter attacken. Schieß ein bisschen auf den Prince of Darkness. Okay, nice. Knall drauf. Nice, also das läuft eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich muss aber mal eine andere Position nehmen, dass ich hier besser auf den drauf schießen kann. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen nach links und dann kann ich so schön auf den drauf schießen. Wobei, oh, da hat mich gerade was gehittet. Oh, jetzt kommen auch die ganz großen Geschosse. Okay. Aber er kriegt gut Damage. Oh nein, ich muss mich zurückziehen. Wir haben auch mittlerweile 31.000, also Geld haben wir so viel, wir könnten uns jetzt eigentlich echt noch heftige Upgrades holen, aber es gibt leider keine. Das ist halt echt schade. Come on, Feuer drauf. Sieht gut aus. Okay, mal wieder hier die kleinen Bloons clearen. Come on, geh kaputt bitte. Mein Gott, wie viele spawnen hier denn?
Come on, geh kaputt. Oh mein Gott, der pusht mich ja richtig übel. Okay, jetzt können wir drauf ballern. Von den großen eben noch. Den großen und dann drauf ballern. Dann können wir ihn finishen, oder? Den noch. Ey, die werden immer größer, habe ich das Gefühl. Come on. Ich glaube, wir haben ihn. Wir haben es geschafft. Prince of Darkness Upgrade Path unlocked. Hä? Upgrade Path? Können wir jetzt wohl noch was machen? Oder war es das? Also ich glaube, wir haben dadurch jetzt... Wir haben dadurch jetzt im normalen Game was Neues freigespielt. Lass uns mal hier kurz gucken. Und dann gehen wir... Hier ist der Typ. Okay, das ist Monkey Meadows. Das ist auf jeden Fall die Karte, die wir in der nächsten Runde spielen, Leute. Hier, lass mal gucken. Classes. Wizard, okay. Prince of Darkness für 31.000. Ja, Tatsache, haben wir jetzt freigespielt. Ja, dann werden wir nächste Runde wohl auch als Magier spielen, denke ich, oder? Ich frage mich halt, kann ich... Ich starte jetzt mal eine Runde. Ich will mal gucken, ob ich eine Runde starten kann und später weiterspielen kann. Aber ich vermute, es geht leider nicht. Das würde mich nämlich auf jeden Fall noch interessieren. Okay, Runde ist vorbei. Ach so, übrigens, Leute, ich zeige euch jetzt mal hier kurz, was man alles kaufen kann. Und ihr müsst dann mal in die Kommentare schreiben, was ich nächstes Mal gehen soll. Ich glaube, hier als Support, das sind einfach so Sachen, die man aufstellen kann. Regrow Blocker, Monkey Ace kann man sich holen. Striker kann man sich holen, okay. Und hier bei Classes, das müsst ihr gucken. Also, wir haben einmal den Wurfeilaffen mit diesen Skillungen hier. Entweder geht man auf den Plasma Monkey Fanclub oder man geht auf den Bloon Hunter, also den Crossbow Master. Und der Bloon Hunter ist wahrscheinlich noch eine neuere Version davon. Dann haben wir einmal den Ninja. Den hatten wir schon, den Grandmaster Ninja. Also, da wird dann eher nur der Master Bomber überbleiben. Dann haben wir noch den Boomerang Affen mit Perma Charge für 42.000 und... Den Dark Lord mit einem Laserschwert. Auch sehr cool. Könnten wir auch machen nächste Folge. Super Monkey hätten wir den Sun God oder den Robo Monkey. Jeweils für 72.000. Okay, auch nice. Sniper, Elite Defender und Cripple Moab. Für 48k und für 28k. Und den Dartling Gunner. Der hat sogar drei Skillungen. Den oben, den Ray of Doom für 30k, das ist ziemlich günstig. Die BAD für 23. Ne, den Rocket Storm für 23 und hier BAD Gun für 24, sorry. Ja, und halt den Wizard, Archmage und Prince of Darkness. Da müsst ihr jetzt mal entscheiden in den Kommentaren, was wir als nächstes machen sollen. Ich werde das nehmen, was die meisten Likes hat, also kommentiert auf jeden Fall, liked die Kommentare von den anderen oder halt auch eure eigenen, je nachdem, was ihr halt haben wollt und das, was die meisten Likes hat und am meisten kommentiert ist, wird dann in der nächsten Folge gespielt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen, macht's gut, ciao!